Welcome everybody to the next talk, Hacking Collective as a Laboratory. Our speaker is Martin Zabot. Herzlich willkommen zum Talk Hacking Collective as a Laboratory von Martin Zabot, also aus Polen. Wir übersetzen den Vortrag für euch. Ich bin Problem. Toni. Und wir freuen uns jederzeit über Feedback auf Twitter unter dem Hashtag C3T. Hallo, mein Name ist Martin Zarot. Ich bin ein Mitglied des Warschauer Hackerspaces und ich bin auch ein Kandidat für eine Promotion an meinem Institut. Bevor wir starten, stellt euch mal vor, was ein Computerbug sein könnte. Es könnte ein Softwarebug sein, irgendein Exploit. Es könnte der Bug sein, an dem ihr gerade eben irgendwie Probleme habt. Es könnte ein Bug, den ihr gerade irgendwo in der Presse gelesen habt. Stellt euch einfach vor, denkt mal drüber nach, irgendeine Art von Computerbug. Also, ich denke, dass einige von euch, als ihr über den Computerbug nachgedacht habt, auch darüber nachgedacht habt, wie er funktioniert. Manche haben sich überlegt, wie er funktioniert, wie man ihn stoppen könnte, wie man ihn exploiten könnte, also ausnutzen könnte. Oder auch, wie man diesen Bug für eine gute Sache nutzen könnte. Manche von euch haben sich vielleicht auch gedacht, wie man ihn sichtbar machen könnte. Oder wie man ihn unsichtbar machen könnte. Oder welche Instrumente oder Maschinen bräuchte, um eben die Sichtbarkeit des Bugs zu verändern. Bräuchte man ein Oszilloskop? Bräuchte man irgendeinen Server oder irgendein bestimmtes Stück Software? Manche haben bestimmt darüber nachgedacht, dass es sich um bestimmte systematische Bugs handeln könnte. Vielleicht haben sich manche über irgendwelche Bugs in bestimmten Situationen nachgedacht. Dinge, die nur in bestimmten Situationen auftreten können. Offensichtlich sind einige dieser Fragen technologischer Natur, wissenschaftlicher Natur oder medizinischer Natur. Denn die Frage über Wissen ist eben nicht nur in einer Disziplin, sondern verbunden über verschiedene Disziplinen. Aber es gibt halt bestimmte Sorten Fragen. Wenn wir sie fragen, dann kommen wir eben auch in Richtung wirtschaftlicher oder sozialer Themen. Und die Soziologie der Wissenschaft, da geht es eben darum, was ist gemeinsam unter den Leuten, die sich in einem bestimmten technischen Bereich umgeben. Und das heißt, wenn man irgendwelche Fragen stellt, also wer diesen bestimmten Bug sehen würde, das heißt, wenn wir fragen, was es braucht, um diese bestimmte Art von Bug zu sehen, eben in einem bestimmten sozialen Rahmen, dann fangen wir tatsächlich auch an, philosophische oder philosophische Fragen zu stellen. Der Philosoph oder die Philosophin fragt über Wissen. Und wenn Soziologen ähnliche Fragen stellen, dann denken sie über die Gruppe. Manche von euch haben vielleicht darüber nachgedacht, über eine bestimmte Art von Man-in-the-Middle-Attacke nachgedacht. Manche haben vielleicht über Syphilis nachgedacht, aber vielleicht auch nicht, weil das ist ja eine andere Art von Bug und eigentlich nicht so direkt mit Computern verbunden. Oder ist es das vielleicht? Also, wenn wir über die Bugs oder Wissen denken, in der Wissenschaftssoziologie oder in der Wissenssoziologie, dann verstehen wir, dass man nur dann Bugs sieht oder versteht, dann gehört man schon zu einer Gruppe. Also wenn wir diese Bugs sehen und lernen, diese zu manipulieren, dann sind wir auch wirklich einer bestimmten Gruppe innerhalb der Gesellschaft näher. Und natürlich offensichtlich ist der Bug verbunden mit einer bestimmten Situation. Aber oft
Daten braucht man auch, muss man zusätzlich arbeiten, damit er sichtbar wird. Das heißt nicht, dass es künstlich oder natürlich ist, sondern einfach nicht offensichtlich. Man braucht eine bestimmte Art von Wissen oder eine bestimmte Art von sozialer Situation, damit er offensichtlich wird. Das ist das, was sowohl Syphilis als auch Man-in-the-Middle-Attack teilen. Sie sind beide nicht im ersten Blick sichtbar, sondern man braucht eine Art von Expertenwissen oder ein Experten-Setting, damit diese Dinge wissenschaftlich sind, damit diese Dinge sichtbar sind, Entschuldigung. Die Wissenschaftssoziologie hat verschiedene Teile. Ein Teil ist von Martin und der hat geschrieben, dass Wissenschaft eine Quelle von zertifiziertem Wissen für den Rest der Gesellschaft ist. Und Wissenschaft ist wirklich die einzige Art von zertifiziertem, richtigem Wissen. Also der Merton, der würde ganz wild, wenn er über Hackers reden würde. Die andere Seite ist Bruno Latter, der meint, dass Technologie die Gesellschaft längerfristig macht. Und es gibt Dinge, die am Anfang zufällig aussehen. Die werden immer mehr integriert in das Wesen der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, wo wir unsere Brücken bauen, wenn wir uns überlegen, welche Teile unseres Netzwerks genug sind, um Privatsphäre durchzusetzen, dann treffen wir eigentlich Langzeitentscheidungen, die uns längerfristig treffen werden. Meine besondere Forschung, die ich mache, ist ein Ansatz, der von Ludwig Fleck, einem polnischen Soziologen, gemacht wird. Er hat das in Deutsch veröffentlicht. Vielleicht haben noch nicht alle von euch das gelesen. Er hat proposed, dass eine Thought Collective, also eine Gedankenkollektive, eine Gruppe von Menschen ist, die ähnliche epistemologische Ansätze verfolgt oder teilt. Was meine ich mit epistemologischen Ansätzen? Wenn so und so viele Leute alle zustimmen, dass etwas als wahr gilt oder als gut oder als etwas, das dazu führt, dass es gut ist, dann könnte diese Gruppe von Menschen als Thought Collective, also als Gedankenkollektive, dastehen. Was ist das noch weiter? Diese Gedankenkollektive kann ein unterliegendes Pattern, also ein Muster erkennen, das andere Leute nicht erkennen würden. Das kann zum Beispiel der Virus sein, das kann Syphilis sein oder das kann ein Bug im Code sein. Und zu lernen oder zu verstehen, dieses Muster zu sehen, ist auch Teil davon, dieser Kollektive zu werden. Und wir Soziologen, wir sind tatsächlich etwas anders als unsere Kollegen in anderen Abteilungen, denn wir denken nicht wirklich, dass Leute komplett alleine denken, sondern wir denken, dass wenn ein einzelnes Individuum anfängt zu denken, dann denkt dieses Individuum eigentlich schon mit seinen Erfahrungen und so weiter. Und viele große Projekte, zum Beispiel Open Source Software oder große Architekturprojekte, sind eben Gemeinschaftsprojekte. Und wir denken, dass Denken sowohl Geister umfasst als auch Hände und Augen. Und manchmal,
Ja, manchmal kommt man einfach nur darauf, indem man experimentiert, indem man ausprobiert, indem man Sachen baut. So, also wie funktioniert das tatsächlich in der Praxis? Ich habe einige Jahre verbracht, damit Freunde aus verschiedenen Hackerspaces aus Polen und so weiter zu beobachten. Und ich habe diese Daten gesammelt und ich habe privilegierten Zugang zu ihren Zugang oder im privaten Leben erhalten, dadurch, dass sie mit mir geredet haben. Und dann habe ich es analysiert. Und die erste Stufe davon heißt, ist so eine einfache Patternsuche, eine einfache Mustersuche, geografische Mustersuche, ziemlich einfacher Kram halt. Und hier draus entwickle ich dann einige Modelle und dann habe ich irgendwann angefangen, Paper dazu zu veröffentlichen. Das ist eigentlich so der klassische soziologische Ansatz zu arbeiten. Aber vielleicht kennen das ja manche von euch noch nicht, deswegen habe ich es nochmal erwähnt. So, was hat das jetzt alles mit Laboren zu tun? Und also Laboratorien sind für die moderne Gesellschaft von ziemlich wichtiger Bedeutung. Das sind Orte, wo so Wissenschaft betrieben wird, aber auch wo die Zukunft der Gesellschaft irgendwie geformt wird. Denn nicht wegen irgendeinem bestimmten Stück Wissen oder weil irgendetwas zu detailliert ist. Weil viele Entscheidungen, die in Laboren getroffen werden, wirklich langfristige Konsequenzen haben. Also ich meine jetzt nicht nur Entscheidungen in Programmiergesellschaften, sondern auch zum Beispiel der Test für Syphilis. Also was ist dann ein Labor? Oder was macht ein Hackerspace ein besonderes Labor? Als grobe Regel, ein Labor ist ein Ort, in dem man Fehler machen kann. Also Fehler, die man in der Gesellschaft macht, kosten mehr als Fehler, die man im Labor macht. Und das Labor sorgt dafür, dass man bestimmte Dinge konstant halten kann, um dadurch besser zu experimentieren können. Also im Labor passieren Dinge zum Beispiel kleiner oder es passieren weniger Dinge auf einmal. Und in der Wissenschaftssoziologie sagen wir manchmal, dass Revolutionen, dass die Beziehungen der Macht umgekehrt sind. Also außerhalb sind Bakterien stärker als wir. Aber im Labor können wir die Bakterien fangen. Was besonders am Hackerspace oder am IT-Lab ist, dass in silico das gleiche wie in vivo ist. Das heißt, es gibt nur eine ganz dünne Linie zwischen dem theoretischen Modell und einer praktischen Anwendung. Also zum Beispiel in Physik oder Biologie oder Chemie ist ein Computermodell sehr, sehr stark getrennt von dem tatsächlichen von der tatsächlichen Anwendung. Aber in der Informatik kann das theoretische Modell genauso schnell getestet werden wie die Praxis. Ich weiß, es gibt ein paar Ausnahmen. Ich weiß, nicht alle theoretische Informatik kann sofort getestet werden, aber generell ist das so wahr. In diesem besonderen Labor, wie wir es von Flag kennen, ist meistens verbunden mit einer besonderen Art von Gedankenkollektive. Wie ich schon gesagt habe, teilen die dann alle eine Art von Gedankenort. Und im Fall von Hackerspaces kann man sagen, dass alle meinen, dass etwas zu verändern oder an etwas rumzuspielen bedeutet, das zu verstehen. Das kommt aber auch mit Kosten, weil in der Hacking-Community, die ich mir angesehen habe, gibt es oft brillante Ingenieure und brillante Programmierer. Aber
ganz oft können die das Wissen, das sie kriegen, nicht stabilisieren. Also oft sind die Manuals oder die Tutorien oder das, was sie als Dokumentation haben, ist oft nur sehr, sehr klein. Und selbst wenn es existiert, dann ist es mit dem Produkt verbunden. Die meisten Hacker machen nicht viel mit generellen Prinzipien. Das interessiert sie nicht so sehr. Oder sie dokumentieren das zumindest nicht. Das ist der Unterschied zu den Naturwissenschaften. Die meisten Naturwissenschaftler schauen nach dem generellen Prinzip, wohingegen die meisten Hacker eher nach den Anwendungen schauen. Für Hacker ist etwas wahr, wenn es funktioniert. Aber für Naturwissenschaftler ist es nur wahr, wenn man generelle Prädiktionen kriegen kann. Aber wenn Hacker eben mit dem ein Problem damit haben, ihre Ergebnisse zu stabilisieren, also was ist also, stellt sich ja die Frage, was ist denn das stabilste Produkt vom Hackerspace? Und ich meine, dass tatsächlich das stabilste Produkt des Hackerspaces die Hacker selbst sind. Denn viele Hackerspaces, also es gibt nicht viele Orte, die eine bessere Dokumentation und Autonomie haben als Hackerspaces. Und von soziologischen Sichtpunkt dann sind Hacker leichter zu klassifizieren. Wenn man es eher mit Naturwissenschaften vergleicht, habe ich halt eben die Daten über die Hackerspaces, die ich gesammelt habe, verglichen mit Daten über das CERN und das Max-Planck-Institut, die von Kollegen gesammelt wurden. Zum Beispiel im Vergleich mit Physik sind Hacker öfter der Meinung, dass das Wissen der ganzen Community gehört, dass das Wissen mehr verteilt sein soll, als die Physiker das denken. Und das ist nicht besonders überraschend, denn Open-Source-Modelle oder Open-Hardware-Modelle haben da etwas weniger Ähnlichkeiten mit den Physikern. Was auch noch klar heraussticht, ist, dass Hacker Hacker und Physiker sprechen auch gerne über die Maschinen und benutzen diese Art von Sprechen als Status-Tracking. Also man schreibt jetzt nicht immer Papers darüber. Also wenn wir jetzt uns erinnern an das Problem mit Higgs, dann sehen wir, dass das eben ähnlich ist. Aber Hackers und Physik, das ist ein relativ offensichtlicher Vergleich. Das ist nichts Neues. Es gibt einen Hackerspace neben CERN zum Beispiel. Aber was Neues ist, der Vergleich von Hackern mit Biologen, zum Beispiel vom Max-Planck-Institut. Zum Beispiel stimmen manche Biologen mit dem klassischen Hacker-Ethos überein, dass wenn man etwas versteht, dann produziert man es. Wenn ich etwas manipulieren kann, dann verstehe ich es. Das andere ist, dass es wichtig ist, zu markieren und auch anzuerkennen, wer bestimmte Dinge schreibt. Und das Dritte ist ein schneller Zyklus zwischen Versuch und Irrtum, Versuch und Irrtum und so weiter. Also es gibt wenig vorherige Simulation. Das ist sehr anders als bei den Physikern. Bei den Physikern braucht man immer viele Simulationen, bevor man das ausprobieren kann. So, also, wenn wir jetzt nochmal das so ein bisschen erweitern, können wir uns mal überlegen, was passiert, wenn wir dann die Denkweise eigentlich umkehren. Wir haben ja bisher auf die Hacker geguckt, als ob sie Wissenschaftler wären. Wir haben einige Unterschiede und einige Gemeinsamkeiten. Aber
denken wir doch über die Hacker mal als soziale Syphilis. Ich bin tut mir wirklich leid, dieser Vergleich, aber so habe ich es genannt. Wir wissen, dass Syphilis in der Zeit von Flag etwas über die Zeit gezeigt hat, nämlich dass tatsächlich einige mittelalte Männer nicht so treu waren, wie sie eigentlich, wie man dachte, dass sie wären. Es zeigte auch die Situation von öffentlicher Krankenversorgung. Und zu einem gewissen Ausmaß, und das ist eine Metapher, ich will nicht sagen, dass Hacker Bakterien wären oder so, glaube ich auch, dass Hacker ist irgendwie ein dass Hacker irgendwie als Bakterien agieren könnten, wenn man die oder als Bakterien aufgefasst werden können, wenn wir uns das gesellschaftliche Ganze betrachten. Denn Hacker brauchen nicht das Wissen über das gesamte System. Sie müssen nicht die ganze Situation verstehen. Physiker hingegen benötigen alle Daten, Biologen auch. Aber Syphilis und Hacker brauchen nur einen Zugangspunkt, einen Eingangspunkt, um etwas zu tun. Und das ist eine ziemlich klassische Situation von asymmetrischem Wissen zwischen Angreifer und Verteidiger. Aber das heißt, wir kommen so ein bisschen zum Schluss, dass Hacker auch irgendwie Bakterien oder Bugs sein könnten. So, und stellt sich die Frage, was wäre, wenn eben diese Geschichte von Hackern irgendwie so ein bisschen ist wie die von Syphilis. Da können wir uns auch denken, dass können wir das auch irgendwie aus einer genetischen Perspektive betrachten. Das heißt, die Genetik von Exploits, die Genetik von Hackerspaces. Und wir sehen, dass irgendwie Hackers reden manchmal über die Generationen von Bugs oder die Evolution von Bugs, aber gleichzeitig gibt es auch Generationen von Hackerspaces. Und wir wissen, dass viele Mediziner zum Beispiel sich in Richtung automatische Entwicklungssysteme entwickelt haben. Und ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht Leute gäbe, die aufgrund die Exploits verwenden, um automatische Daten zu verwenden. Ich bin mir fast sicher, dass es in der NSA oder in Google etwas gibt, das irgendwie Exploits und Blogposts nimmt. Und das momentan zum Beispiel diese Präsentation auch nimmt. Aber hier ist das Interessante. Ich habe gesagt, dass Hackers manchmal Probleme mit Stabilität haben. Repos, die von Hackerspaces produziert werden, sind sehr viel weniger standardisiert als Berichte von Laboren zum Beispiel. Das heißt, es ist viel einfacher, die wissenschaftlichen Berichte in Machine Learning Systeme zu packen, als Hacker-Sachen. Aber wir geben den Computern trotzdem noch Wissen über Computers als Hacker. Das heißt, die Übersetzung mag vielleicht einfacher sein. Aber trotzdem ist das Problem der Standardisierung kein Problem mehr oder kein Bug mehr, sondern eher ein Feature. Also weniger standardisiertes Wissen, also irgendwie YouTube, Gossip, Blogposts und so weiter. Die sehen nicht aus wie wissenschaftliche Papers, aber vielleicht ist das ja was Gutes. Vielleicht ist das, was wir brauchen. Jetzt kommt es zu den Conclusions. Ja, also zu den Zusammenfassungen. Ich habe herausgefunden, dass Leute eine Möglichkeit gefunden haben, Syphilis zu heilen. Das ist
gut. Aber ich hoffe wirklich, dass als sie eben diese Heilung für Syphilis gefunden haben, dass, ja, also als das passiert ist, da mussten viele von diesen Thought Collectives von einer bestimmten Denkweise sich auf eine andere Art Denkweise zu adaptieren. Und das ist das, was ich für diese Thought Collectives hoffe. Ich hoffe wirklich, dass einige Hacker oder Hacker anfangen oder damit fortsetzen, ja, andere Arten von Wissensproduktion zu machen. Das heißt, oder sich daran zu adaptieren. Das heißt zum Beispiel die Art, wie die ja, wie akademische Leute Wissen verbreiten. Und also nicht wie, also ich hoffe, dass Hacking nicht behandelt wird, weil wir brauchen keinen Syphilis, sondern wir brauchen unbedingt diese Hacker. Und ich möchte jetzt wirklich meine Dankbarkeit aussprechen für alle Leute, die in meiner Studie mitgemacht haben und die von mir beobachtet wurden und die zugestimmt haben, Interviews zu geben. Dafür bin ich wirklich dankbar. Vielen Dank. Thank you very much, Marcin, for your talk and all your insights. We luckily have 5 minutes left for questions and answers. So if you have any questions, please move to the microphones that we have throughout the room. Please, your first question. Please move close to the microphone. Funktioniert das? Ah, ja. So, als du diese Forschung gemacht hast, hast du tatsächlich Hacker in einem echten Forschungslabor gefunden haben? Hast du tatsächlich Hacker in einem echten Forschungslabor gefunden? Und ja, meinst du, dass es tatsächlich einen positiven Ausgang hätte, wenn wir Hacker in einem Forschungslabor haben? Ich habe das also häufiger gesehen oder mit Leuten gesprochen, zum Beispiel hier in diesem Kongress gab es ein paar Leute, die in der akademischen Community als auch in der Hacking-Community aktiv sind und die mit beiden Affiliierungen haben. Ich habe keine von denen kennengelernt, aber ich habe mehrere Wissenschaftler, die zu Hackern geworden sind, kennengelernt oder Hacker, die was von der Wissenschaft kennen. Und ich glaube, dass das gut ist. Wenn du daran Interesse hast, dann schau doch bitte mein Paper zu Hacking as a Trading Zone an. Vielen Dank. Zweite Frage. Du hast gesagt, dass Hacker irgendwie wie Syphilis sind für die Gesellschaft, aber Entschuldigung, ich habe das irgendwie nicht wirklich verstanden. Wie sind die Syphilis für die Gesellschaft? Natürlich, das ist eine Metapher. Hackers manchmal in bestimmten Arten verhalten sich wie Syphilis oder haben den Einfluss von Syphilis, weil sie manchmal etwas über die Gesellschaft veröffentlichen, was ansonsten verborgen wäre. Zweitens, wenn man sehen möchte, wie Hacker sich verhalten, braucht man eine andere Gedankenkollektive. Und etwas, worüber ich noch nicht gesprochen habe, manchmal sind die gleichen Leute, die sich verhalten, auch die Leute sind, die dafür sorgen, dass es notwendig ist oder dass sie das verstehen. Und das ist etwas, das speziell für Hacker ist. Also manche Aktionen von Hackern können nur von Leuten innerhalb dieser Gesellschaft verstanden werden. Also das ist der Extent dieser Metapher. Mehr meinte ich damit gar nicht und ich wollte damit keine Stereotypen irgendwie verbreiten. Haben wir noch weitere Fragen? Wir haben keine weiteren Fragen. Also nochmal ein Applaus und vielen Dank. Ja, hiermit verabschieden wir uns dann auch aus der Übersetzung.